Moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen vor der Eloria Erlebnisfabrik. Ich bin hier mit Marc und mit dem Jan, die jetzt gerade ein bisschen von mir weglaufen. Wir gucken uns mal Exploria an. Wir haben einmal ein Zeitticket, einfach eine Stunde, um das Ganze da drin zu verbringen, um uns das wirklich einfach mal in diesem Modus anzugucken. Und dann machen wir noch eine Mission. Ich bin einfach mal gespannt, wie das so wird. Ich meine, die Kulisse habe ich ja schon mal gesehen. Die ist wirklich beeindruckend cool. Ich weiß halt nicht, wie das als Escape Room funktioniert, als Europas größter Escape Room. Ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Die Eloria Erlebnisfabrik befindet sich in Bottrop, genauer genommen in der alten Waschkaue der Zeche Prosper Haniel II. Die Hauptattraktion hört auf den Namen Exploria und ist der größte Escape Room Europas. Lasst euch in dieser Abenteuersimulation in die 20er zurückversetzen und rätselt euch in einer beeindruckenden Kulisse durch verschiedene Geschichten. Ihr habt grundsätzlich die Wahl zwischen Missionstickets und Zeittickets. Bei den Zeittickets bucht ihr quasi eine oder zwei Stunden und könnt euch frei in Exploria bewegen. Was ihr macht, ist vollkommen euch selbst überlassen. Ihr könnt euch einfach nur die verschiedenen Räume anschauen oder aber auch Missionen suchen, mit Darstellern interagieren und Geld im Spiel verdienen. In der Attraktion sind verschiedene Paneele aufgestellt, an denen ihr euch quasi einen Missionsstartpunkt aussuchen könnt. Alles, was darauf folgt, müsst ihr selbst herausfinden. Ihr müsst mit den Darstellern reden, ihr müsst schlau kombinieren und auf kleinste Details achten. Theoretisch könnt ihr mit dieser Variante so viel Zeit im Spiel verbringen, wie ihr möchtet. Genug zu entdecken gäbe es auf jeden Fall. Bei den Missionstickets sieht das Ganze schon anders aus. Ihr spielt hier quasi eine Art Schnitzeljagd, einen Escape Room, nur eben in einer riesigen Kulisse mit verschiedenen Räumen und in einer in das Szenario eingebetteten Geschichte. Ihr habt einen Darsteller, der euch quasi durch das Spiel leitet, der euch Hinweise geben kann, ihr habt halt einfach einen roten Faden, der sich durch die komplette Attraktion zieht. Ihr spielt eine von aktuell drei Geschichten und versucht hinter die Geheimnisse eben dieser zu kommen. Dabei gibt es natürlich, wie es sich für einen Escape Room gehört, verschiedene Arten von Rätseln. Mal müsst ihr nur Umschläge suchen, mal müsst ihr Codes für Schlösser herausfinden, mal müsst ihr bestimmte Gegenstände irgendwo draufstellen. Natürlich unterscheiden sich die Missionen und Rätsel vom Schwierigkeitsgrad, die wenigsten Dinge sind leicht zu durchschauen. Das alles fügt sich natürlich sinnvoll in kleine Geschichten mit verschiedenen Charakteren ein und man verliert sich schnell in der kleinen Welt von Exploria. Wir sind jetzt auch fertig mit unserer Mission in Exploria. Das war schon, muss ich sagen, ziemlich cool. Das Ganze ist natürlich unfassbar beeindruckend gestaltet. Deswegen sei euch ans Herz gelegt, nehmt Missionstickets, wenn die verfügbar sind. Dann habt ihr so eine Art Schnitzeljagd mit einem Darsteller, der euch so ein bisschen begleitet und da durchführt. Wir haben es erst als Zeitticket probiert. Da ist man halt sehr offen in dieser Stadt und durch diese beeindruckende Kulisse ist man wirklich lange da drin und schaut sich erstmal um und guckt hinter jede Tür und probiert Sachen aus. Da fehlt dann halt so dieser Fixpunkt, wo man mal starten kann. Wenn ihr ein Missionsticket habt, dann habt ihr halt direkt eine Aufgabe, was zu tun. Und wie gesagt, ihr werdet mit einem Darsteller dadurch begleitet. Das macht das Ganze viel, viel einfacher, viel einsteigerfreundlicher. Ich würde sagen, Zeittickets lohnen sich wirklich nur für die, die schon ein-, zweimal da waren. Die wissen, wie das Ganze aufgebaut ist. Die wissen, wie das Ganze grob funktioniert. Ihr müsst nämlich mit Darstellern kommunizieren. Wenn ihr das nicht macht, könnte es was schwierig werden. Ist auf jeden Fall eine echt coole Sache. Also gerade durch die riesige Kulisse, die wirklich echt geil gemacht ist, hatte ich ja auch schon mal in einem Video vom Presseevent hier erzählt, dass es echt mega gut aussieht. Dadurch macht das echt richtig viel Spaß, ist super cool gemacht. Mit Zeittickets für Einsteiger macht das nicht. Sucht euch eine Mission aus. Dann kann ich es auch wirklich empfehlen, dann ist das eine coole Sache. Es kommen bald auch neue Missionen dazu. Das heißt, ihr habt auch einen Wiederspielwert. Das, muss ich sagen, ist sehr, sehr cool. Für weitere Informationen wie Preise, verschiedene Missionen etc. besucht die Internetseite eloria.de. Und damit bin ich raus und wünsche euch viel Spaß in den Freizeitparks und den Freizeitattraktionen dieser Welt. Ciao!